Ranja und willkommen zum Mobile Game Montag, also wie jeden Montag, vielleicht habt ihr es schon mitgekriegt. Es gibt ein neues Format auf meinem Kanal und zwar kommt jeden Montag irgendein Mobile Game, was ihr vorschlagt, in den Kommentaren. Also auch heute wieder, falls ihr als nächstes irgendein anderes Spiel sehen möchtet, schreibt mir das bitte, bitte in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid und dann kann ich gucken, was gewünscht ist und kann das spielen, so wie letzte Woche zum Beispiel Brawl Stars. Falls ihr das Video von letzter Woche nicht gesehen habt oder das von vorletzter Woche, dann sind die beide hier oben verlinkt und dann könnt ihr die euch auch noch angucken. So, erstmal Hintergrundmusik ist sehr entspannt. Wir heißen Ronja. Tschick. Krass. 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 Das antwortest du, wenn jemand nach deinem Namen fragt? Krass. Krass, Mann. Jetzt leite ich sie in der Welt herum. Alles klar, Captain. Lass uns zuerst den Beschwörerkreis sehen. Hier können sie Helden beschwören. Das klingt ja voll krass. Machen wir. Ist alles kostenlos. Beschwör ich. Oh, ich dachte, es geht vielleicht schneller. Ist egal. Beschwören wir 10 davon. Nee, können wir nicht. Der hässliche Steinemann. Jetzt haben wir den Steinemann. Das ist doch schon mal gut. Durch hochwertige Beschwörungen können sie Helden mit hoher Qualität 3, 4 und 5 Sterne beschwören. Es kostet hochwertige Beschwörungsrolle oder Diamant. Okay, lass mich raten. Diamanten kann man kaufen für echt Geld. Es ist immer so. Ich sag's nochmal. Stoppt den Wahnsinn und gebt kein Echtgeld für Handyspiele aus. Oder für so, ne? Ihr wisst schon. Das wäre Quatsch. Cool! Es ist alles so cool und so krass in dieser Welt, ne? Sie kennen schon den Weg, die Helden zu beschwören. Lasst uns jetzt einen Blick auf die Schlacht werfen. Ich habe so das Gefühl, dass das eigentlich in einer anderen Sprache ist und dass das nicht so gut auf Deutsch übersetzt wurde. Aber die Optik finde ich ganz süß. Jetzt ist die auf der anderen Seite, jetzt seht ihr die nicht, weil meine Facecam drüber ist. Vor dem Kampf müssen wir den Helden einsetzen. Mach ich. Autokampf. Autokampf ist immer schlecht. Die machen immer unoptimale Sachen. Aber keine Sorge, sehen Sie den Fortschrittsbalken. Kampf starten. Let's go. Ich wähle den hier, weil der hat 3 Sterne. Ich muss auch den wählen, weil ich sonst keinen habe. Es ist halt auch mal wieder was ganz Klassisches von jeder Held hat seine eigene Fraktion. Helden in verschiedenen Fraktionen können gegeneinander zurückhalten. Im Sinne von, du sammelst Truppen. Oh, okay. Ich kenne das von einem anderen Spiel. Genau identisch. Da war es auch blau und lila und rot auf grün, grün auf grün. Das ist, wie heißt denn das? Empires and Puzzles oder sowas. Das habe ich auch viel gespielt. Da ist das System ähnlich mit den, das Feuer gegen Gras und lila gegen gelb und, ne, ihr kennt's. Okay, also es gibt ein Kampfsystem, so wie gefühlt immer. Wir machen jetzt, ich weiß nicht genau, ich soll auf den Feld zurück. Was können wir noch machen? Was können wir noch machen, liebe Frau? Wir können außer Beschwörungen noch Helden durch Fusion der Splitter erhalten. Da bin ich doch dabei. Auf geht's zum Rucksack, auf geht's zum Puzzlestück. Wir haben ausreichend Splitter für den grünen Moosmann. Und dann beschwören wir gleich 2 davon. Mehr können wir nicht. Wir haben nämlich nur 10. Und die brauchen 5. Boah. Supertastisch. Starke Helden sind wichtig. Haben wir aber nicht. Wir haben keine starken Helden, meine Liebe. Was macht die Helden stärker? Die nicht benötigten Helden können in Seelen zerlegt werden, was ein wichtiges Material ist, um Helden zu verbessern. Ich will die zersägen. Den will ich auch abholen. Ich will den auch noch zersägen. Darf ich aber nicht. Ich habe jetzt meinen Anmeldebonus abgesneakt. Ich entdecke lieber ein Spiel für mich selber und weiß dann, was ich machen kann und weiß, warum ich es mache, anstatt alles gezeigt zu kriegen. So ein Glück, es gibt hochwertige Beschwörungsrolle. Mensch, was für ein verrückter Zufall. Kaufen wir. Ja, okay. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? So, dann ist man erstmal verwirrt. Aber wir beschwören jetzt hier einen Mann, der... Wir haben einen 5-Sterne-Krabbenmann. Let's go. Mein tapferer Freund, vergessen Sie nicht oft, Ihre Helden zu verbessern. Wenn Sie nicht wissen, was zu tun ist, klicke auf mein Profilbild. Dann werde ich Ihnen helfen. Okay, immerhin das. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Auf Wiedersehen. Alles klar. Jetzt bin ich ein bisschen verloren, ne? Weil jetzt ist es vorbei. Jetzt machen wir erstmal coole Events hier oben. Nee, coole Events kosten Geld. Monatsevents vielleicht? Kosten auch Geld. Wie wär's mit coole Events? Geschenke austauschen. Please enter CD key for the reward. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Ich habe keinen Einlösungscode. Das ist schade. Das ist schade. Okay. Also, falls irgendjemand von euch übrigens das Spiel spielt. Sorry, dass ich so inkompetent bin.
Wir haben eine Nachricht. Alles abholen. Zack. Zack, zack, zack. Auch noch Diamanten. Wir sind ja voll gut. Das ist der Chat scheinbar. Den braucht keiner. Okay, wir sind der hässliche Troll. Kann ich das ändern? Ich will die blaue Frau sein. Jetzt machen wir mit der Kampagne weiter, würde ich behaupten. Kämpfen. Und zwar kommt der in die hintere Reihe. Zack. Ich meine, ich muss da nicht wirklich was machen. Es ist mehr, ich warte, bis es vorbei ist, weil ich habe da keinen Einfluss drauf. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Leute da reinziehen. Und jetzt hier die Waldelfen mit den leuchtenden Augen verprügeln, das machen die von alleine. Aber kann auch sein, dass es daran liegt, dass ich auf Autokampf gedrückt habe. Aber es geht nicht anders. Also du musst auf Autokampf drücken. Denke ich mal. Wir können jetzt erstmal kämpfen. Also ich verstehe, warum das Idle Heroes heißt. Du musst nämlich echt nicht viel machen. Das ist so ein Spiel. Also zum Beispiel, was haben wir letzte Woche gespielt? Brawl Stars. Brawl Stars, finde ich, kann man aktiv spielen. Hier, das ist mehr so ein Spiel, das hast du, du guckst vielleicht eine Serie. Ich mache das jedenfalls immer. Ich gucke eine Serie und du schaust die und bist ganz zufrieden und denkst dir so, hey, dies, das, aber ich möchte nebenbei meine Hände beschäftigen. Und bei mir ist es entweder, ich mache irgendwas am Handy oder ich esse was. Und es ist allgemein gesünder, was am Handy zu machen, als die ganze Zeit Essen in sich reinzustopfen. Deswegen spiele ich viel so Spiele, wo nicht viel gemacht werden muss, wo die automatisch kämpfen und du wartest und drückst dann wieder ein, zwei Sachen, damit es weitergeht. Aber du levelst trotzdem hoch. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach eine andere Art von Spiel. Es ist kein aktives Spiel wie Brawl Stars, sondern mehr so ein... Du bist dabei, aber du musst nicht wirklich die ganze Zeit dabei sein im Spiel. Falls ihr versteht, was ich meine. Übrigens, falls ihr Brawl Stars nicht gesehen habt, wie gesagt, oben beim I. Wo kann man die Waffe hinzufügen? Hier, ich habe ja eine Axt gefunden. Das heißt, der kriegt eine Axt. Und der kriegt außerdem Level. Alles, was wir haben, kriegt der. Alles, was wir haben, alles, was wir haben, alles auf den. Wir haben nicht mehr genug. Nein. Wo kann man die Helden nochmal wuschen? Wisst ihr, was ich meine? Wo kann man die auflösen? Wo ging das? Hier? Nee, das war Quatsch. Okay, man kann hier so hin und her. Oh, das ist eigentlich echt süß. Es gibt die Schmiede. Oh, dann kannst du dir so Waffen machen. Das ist cool. Das ist süß gemacht. Du hast recht viel. Oh, hier konnte ich opfern. Richtig. Hier, der soll weg und der soll weg. Die braucht keiner. Und dann leveln wir lieber nochmal unseren Dude auf. Wo war das? Bei Rucksack ging das? Nee, wo war... Oh, wir haben was zum Anziehen. Das ist gut. Helden. Hier, der Freund kriegt noch eine Rüstung an. Haben wir. Wir kriegt auch Schuhe, haben wir auch. Und er kriegt so einen Eisenring. Haben wir auch. Wir haben leider keine... Ah, okay, das haben wir nicht. So, was gibt's hier noch? Aufleveln? Anziehen? Gibt's nicht. Ist ja auch nur der Skin. Ist ja wurscht, du piepst, egal. Wir haben jetzt noch ein bisschen Schleim. Das heißt, wir leveln den hier mal weiter. Das ist unser Carry. Weil der hat 5 Sterne, deswegen hau ich alles auf den. Nicht, dass ihr euch wundert. Jetzt gehen wir wieder in die Kampagne und machen alle kaputt. Das ist eigentlich... Okay, am Anfang war ich eher negativ eingestellt, aber mittlerweile so... Ja, man macht nicht viel, aber es macht irgendwie Spaß. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie macht der auch nicht viel. Aber der macht sau viel Schaden. Habt ihr es gesehen? 300 irgendwas. Beast. Maschine. Erhalten. Level up! 10 Diamanten. Hell yeah. Noch mehr. Ah, da steht immer, was man kriegt. Ah, die kämpfen, während du nicht da bist. Einfach weiter. Boah, das ist ja voll praktisch. Das finde ich nicht schlecht. Und dann kannst du oben am Ende alles abholen. Dann musst du nicht am Handy sein. Es ist kein schlechtes Idle Game. Es ist wirklich kein schlechtes Idle Game. Kann man nicht sagen. Also ich habe schon schlechtere gespielt. Will ich jetzt hier gar nicht abstreiten. Hier, der Eisenmann ist halt auch deren Tank und das sind die anderen. Aber der hier ist halt ein Biest. Also guckt den euch mal an. Guck mal. Also der macht 27. Was macht der? 372. Okay. Balanced. Ich mag das. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ne, irgendwie ist man drin. Machen wir weiter. Boom. Holy, habt ihr das gesehen? Das hat gerade allen 400 gemacht. Der Typ, der kleine Krebsmann, beziehungsweise Oktopusmann, der ist ein Biest. Der Oktopusmann ist OP. Lasst es euch gesagt sein. Den Kampf hier machen wir noch.
Und dann gucken wir nochmal, ob wir sonst noch irgendwas upgrade-ronen können. Okidoki, dann gucken wir nämlich mal. Und zwar haben wir da Sachen im Rucksack. Und zwar haben wir die guten Sachen. Das heißt... Und wir haben ein Schleimi! Hell yeah! Wir haben ein... Was auch immer der kann. Oh, wir haben auch eine Rolle. Das heißt, wir können was beschwören. Ich glaube, wir haben so eine Rolle. Okay, let's go. Das heißt, wir haben neue Helden. Gehen wir mal wieder auf Helden. Den können wir mit in die vordere Reihe stellen zum Tanken. Den hier würde ich dusten. Das Dämonchen. Das braucht keiner. Das heißt, der kommt hier auf dem Altar. Wird hier einmal zerhackschnetzelt. Und dann rüsten wir die anderen mal aus. Und zwar zum Beispiel der Kamerad hier kann ja auch mal eine Rüstung kriegen. Ist ja nicht verboten. Und ein paar... Eigentlich sollten die Schuhe der andere kriegen. Aber ist egal. Ist egal. Ich wollte es eigentlich auf meinen guten Helden machen. Alles ablegen. Der kriegt hier die Axt. Der kriegt das da. Das da. Und das da. Und wenn wir schon dabei sind, geben wir dem noch den anderen Dolch. So. Dann ist doch was. Und schwuppidiwuppidi haben wir wieder ein 1A-Squad und können weiter kämpfen. Naja gut, das war's dann aber auch für diese Folge. Wie gesagt, das Spiel heißt AFK Arena. Falls ihr es selber haben wollt, dann geht auf den Link in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das holen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Montag, beziehungsweise Start in die Woche. Und lasst mir ein Like da, wenn euch das ganze Mobile Game Montag Format gefällt und ihr das gerne weiterhin sehen möchtet. Daran erkenne ich, ob euch Videos gefallen oder nicht und kann die dann entweder weitermachen oder nicht, ne? Macht's gut, bis morgen. Ciao!